Seit einigen Jahren kommen Jugendliche sowie Erwachsene zu Wanderer und Zuwanderinnen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, nach Leipzig. Einige unter ihnen zum Sagart e.V. in die Eisenbahnstraße. Nicht wenige besitzen vielseitige Fachkenntnisse und Kompetenzen, wie zum Beispiel der Kunsthandwerker Ali al-Ahmad aus Damaskus. Insbesondere jugendliche Zugewanderte sind auf der Suche nach beruflichen Perspektiven, nach Möglichkeiten, neue Kenntnisse zu erwerben und diese praktisch umzusetzen. Um diese Menschen zusammenzubringen, wurde in den Räumlichkeiten des Sagart e.V. in der Eisenbahnstraße eine Kunstwerkstatt eingerichtet. Die Werkstatt bietet Raum zum Arbeiten und für Bildungsangebote. Der Kunsthandwerker Ali al-Ahmad unterrichtet dort die Technik zur Herstellung von Ornamenten und Arabesken, wie zum Beispiel Möbel und Wanddekoration. Gerade junge Zugewanderte aus arabischen Ländern haben Freude am Erlernen des Handwerks zur Herstellung syrischer Arabesken. Sie bringen großes Interesse für die traditionelle Handwerkskunst sowie für das Erlernen eines Berufes mit. Nach der Lehre stehen ihnen viele Möglichkeiten als Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen offen. Im Laufe der kunsthandwerklichen Ausbildung stellen die Lehrlinge selbst einige Arabesken her. Sie bekommen die Gelegenheit, diese in der Sagart Galerie sowie im Rahmen verschiedener Ausstellungsprojekte im Leipziger Osten auszustellen. Im Kontext der Ausstellungsreihe Art Goist, die im Dezember 2018 Premiere feierte, fand eine Kooperation von Ali al-Ahmad, seinen Schülern und den aus Deutschland stammenden Künstlerinnen Joanne Chapo und Sophie Stefan statt. Diese Zusammenarbeit und die vom Herrn al-Ahmad gestalteten Räume der Sagart Galerie trugen dazu bei, dass die verschiedenen künstlerischen Werke aufeinander Bezug nahmen. Traditionelles syrisches Kunsthandwerk und zeitgenössische Kunst aus Deutschland. Im Rahmen der Art Goist Biennale waren sowohl die Sagart Galerie als auch die angeschlossene Kunstwerkstatt für Kunstinteressierte geöffnet. Neben dem fachspezifischen Lehrangebot und den Galerieräumen stellt Sagart e.V. auch politische Bildungsangebote zur Verfügung. Regelmäßige Workshops sollen Jugendliche mit und ohne Migrationserfahrung zum gemeinsamen gesellschaftlichen Engagement anregen. So fanden auch im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2019 zwei Workshops in den Räumen des Sagart e.V. statt. Diese repräsentieren einen Querschnitt der Kursangebote des Vereins. Im ersten Workshop unter der Leitung von Suelin Melo Range kamen die Teilnehmenden ins Gespräch über die Frage, wie zeigt sich Migration im Leipziger Stadtbild? Methodisch begleitet, kreativ, spielerisch tauschten sie sich aus über das alltägliche Zusammenleben in Vielfalt sowie Möglichkeiten oder Schwierigkeiten, denen Neuleipzigerinnen und Neuleipziger gegenüberstehen. Hier schloss der zweite Workshop thematisch an. Soteria Midilea, Referentin des Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V., gab Antworten auf die Frage, was kann ich bei rassistischer Diskriminierung tun? Die Teilnehmenden bekamen Einblicke in den rechtlichen Rahmen, wie zum Beispiel das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Sie sprachen über eigene Erfahrungen und sie erhielten konkrete Hinweise darauf, wohin sie sich wenden können, wenn sie das Gefühl haben, im Beruf oder Alltag rassistisch diskriminiert zu werden. Unter dem Titel Antidiskriminierung und Feminismus organisierte Sagart e.V. gemeinsam mit dem Verein Interkulturelle Frauen Leipzig e.V. einen weiteren separaten Workshop. Perspektivisch sollen die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit erhalten,
die Räume in der Eisenbahnstraße 37 nach Ihrem Belieben, sei es Kunst- oder Bildungsarbeit, zu gestalten. Der Verein mit seinen Kontakten zu Referentinnen und Referenten, Künstlerinnen und Künstlern soll ein offener Raum für Menschen mit und ohne Migrationserfahrung sein.